Herzlich willkommen zurück hier auf deinem Lieblingskanal Tomek zockt. Neben mir ist der Jude, alte Dalle. Was geht, Leute? Und heute werden wir eine, wie heißt die? Maximum Gold Eldorado Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Box. Wir haben eine Display Box. Das Ding ist, wir haben keine Ahnung von Yu-Gi-Oh! Ihr müsst uns da auf jeden Fall helfen. Das Ding wird auf eine Tombola gewonnen. Mit der Nummer 750. Briefnummer? Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Das Ding werden wir heute aufmachen. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie ein bisschen Glück haben werden. Wir probieren einfach unser Glück. Ich mach das ganze Gerät mal auf. Der Gerät muss aufgemacht werden. So. Vielleicht gehen wir halt über den Müll her. So. Hier ist das gute Stück. Das kommt zur Seite. So sehen die guten Stücke aus. Soll ich die hier hin tun oder was? 6 an der Zahl sind's. Wir haben gerade mal bei Cardmarket geguckt. Zugangskodiersprecher. Das ist wohl die Chase-Karte, die wir heute suchen. Ne? Wie sieht das denn aus? Zimmer? Man geht natürlich. Blenden wir einfach ein gleich, ne? Oh, so hat sie gut an. Aber es gibt natürlich auch, was ganz geil ist, es gibt den blauäugigen weißen Drachen gibt es, dunklen Magier gibt es. Raigeki ist richtig geil. Kennt man auch von früher alles so, ne? Wie gesagt, ich bin bei Yu-Gi-Oh! Nicht in der Materie drin. Ich absolut gar nicht. Aber vielleicht hast du irgendwie ein Messer hier oder so? Ich sehe gerade diesen. So, haben wir's. Ein schöner Haufen. Booster Packs, so liegt man das doch. Und eine schöne goldene Farbe. 7 Karten pro Pack haben wir. Das waren halt 6 Kartons, ne? Genau, 6 Pakete. 6 Blister Pakete. Ah, 6 Booster, oder? Ah, 4 Booster. 4 Booster war drin? Genau, 4 Booster pro Blister. Also haben wir insgesamt, wie viele? 24. Keine Ahnung, ich habe keinen Kaufland gelernt. Nichts, wofür man sich fürchten müsste. Wir werden heute schon vielleicht ein bisschen Glück haben und verziehen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein, oder gar nicht? Abfahrt. Okay, let's go. Allerdings, ein Kartentrick? Gibt's da einen? Ne? Weiß ich nicht. Werden wir jetzt sehen. Problem ist nur, wenn man die Karten nicht kennt. Wenn man näher dran, weiß man nicht, welche die Rare ist. So, jetzt haben wir den Super Express Bullet Train, Rubber Rainbow Canvas, Prank Kids Lampsis, Prank Kids Dudu Dudu Du. Lecker! Das ist ein geiler Name. Dudu Dudu Du. Was dran, Alter? Aha. Sky Striker Ace Ray und Chaos Ritual. Okay, wir haben 2 Gold Rares am Ende. Schon mal gut zu wissen. Die werden auch direkt eingetütet, würde ich mal sagen, ne? Wie gesagt, ihr müsst uns Bescheid sagen, ob da irgendwas Feindes dabei ist. Können wir einmal ganz kurz. Und den Yu-Gi-Oh!-Kennern. Können wir mal ganz kurz. Was Händchen halten? Gucken, ob da irgendwas drauf. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, auch schon mal nichts von der ersten Seite. Nun gut. Weiter geht die Post. Ne? Schon mal nichts von der ersten Seite. Also könnte nur Scheiße sein. Ja, die sehen aber geil aus, ne? Also, muss man wirklich sagen. Sicher. 2, 4. Geil sehen sie aus, ja. Ja. Ich glaube sogar, die haben nicht so diese Printfails, also diese, weißt du, wie bei Pokémon. Okay. Oder? Also, ja, das weiß ich nicht. Ja, guck mal, hier siehst du. Guck mal, auf den ersten Blick sicher gar nichts, Alter. Guck mal, das ist schon. Oder ist da was? Wie sieht das aus mit dem Fokus? Naja. Da oben ist auf jeden Fall. Siehst du das auf dem Fall? Das weiß er da auch. Ja, also die Ecke ist schon. Na gut, okay. Ein bisschen hinüber. Sind die ja doch. Da haben wir wieder Waterpainter Rain. Sind das alles Rares? Sieht so aus, ne? Damals war es so. Und da ist ja der Blue Eyes White Dragon. Da haben wir schon mal einen. Und Cursed Eatland. Das ist auf der ersten Seite drauf. Das habe ich gesehen. Ja, und rechts. Ja, und natürlich ist da die Karte, die einfach im Arsch ist, ne? Aber Blue Eyes Dragon ist schon mal geil.
Wo ist denn der Blue Eyes Dragon? Auf der zweiten Seite. Auf der zweiten Seite. Oder war das hier nur? Boah. Ja, das ist schon Wahnsinn. Der ist voll im Arsch, ne? Hm? Ist voll im Arsch, oder? Mhm. Leider ja. Aber schöne Karte. Auf jeden Fall. Ja. Genau, ich weiß auch gar nicht, ob gibt es hier eine Secret Rare drin, ist irgendwann eine Secret Rare, ich weiß, es gibt Premium Gold Rare. Ja, da sind ja die untersten. Ich weiß nicht. Boah, endlich der goldene Lord, den will ich haben. Ja. Nummer 1, Weather Painter Thunder. Deep Sea Diva. Prank Kids Pranks. Deep Sea Diva. Okay. Oh. Tempest Dragon Ruler of Storms. Sieht auch geil aus. Und. What the fuck? Alter, das sieht crazy aus, ne? Die Anaconda ist da. Gehen wir auf der ersten Seite da. Nee, ja, ist da. Gehen wir hoch, oder? Ist nix. Da ist ja die Anaconda. Raubpflanze-Werte Anaconda. Ja, gut. Entspannte 1,50 Euro die Karte. Ja, ey, mein Gott. Ne? Ja. Sag mal so, Wert ist nicht alles, aber wenn man natürlich irgendwas hat, womit man arbeiten kann. Gerade jetzt, wir sind halt mehr im Pokémon-Film drin. Und wenn ich jetzt sage, man wird ein paar Yu-Gi-Oh-Karten los und kann sich dafür Pokémon-Karten holen, ist das natürlich umso geiler, ne? Warum nicht? Psyflame Lord Omega. Prank Kids Fancies. Prank Kids Pranks. Prank Kids Bow Wow Bark. Digga, sieht aus wie Crash Bandicoot, oder? Ja, kranke Namen. Black Rose Dragon. Der sieht richtig geil aus. Sehr schöne Karte. Und Masquerena. Die war mit oben dabei, das weiß ich. Da ist sie. Oh, die zweiteuerste Karte im Set. Ja, das schmeckt. Das schmeckt. Wie gesagt, wir versuchen natürlich den Zugangskodiersprecher zu bekommen, ne? Die können wir mal einzeln hinlegen. Das ist schön. Holen wir mal die etwas niceren Hits raus. So. Das sieht schön aus. Aber die Karten sind schon geil, ne? Das muss man schon sagen. Also, die kommen anders. Die kommen anders. Wie oft ist die Scheiße da drin? Hm? Mama? Ne. Fosseldick. Dachte ich schon, Alter. Upstart Goblin, Alter, den kenne ich noch von früher. Und ein paar Karten kennt man ja, ne? Hast du Yu-Gi-Oh! Geschaut damals oder? Ja, safe. Ja? War ich null, ne? Echt? Nix, kein einziges. Okay, krass. Ich war nie Yogi, ich war nur Pokémon-Fan. Black Awakening. So, das scheint nichts gewesen zu sein hier. Schauen wir mal. Eine Hülle ist es allemal wert, ne? Was kostet denn die Welt, ne? Was kostet die Welt? Aber ich finde, wir haben schon ziemlich gut gezogen, Alter, ne? Dafür, dass wir jetzt noch hier gefühlt, weiß nicht, 16, 17 Packs übrig haben. Sei ja, alle, kommen alle, wirst du sehen. Prank Kids Weather Rush hier. Prank Kids Miau Miau Mu, Alter. Alter, die Namen sind so geisteskrank. Ja. Invoked Matchup. Und zum Schluss haben wir den Goldsakrophag. Ist auch bestimmt irgendwo hier drin, oder? Man weiß es nicht, aber das ist der Black Rose Dragon. Wo ist er? Da. Jo. Tür. Saftig, knaftige 65 Pfennige. Boah, reißender Tribut ist auch drin. War auch eine so geile Karte früher. Boah, ich hoffe, ich kriege hier irgendwie die Sachen hin. So. Weiter geht die Post. So was dagegen, wenn ich halt alles auf den Boden schmeiße. Hau weg das Zeug! Und dann später aufsammeln. Dann machen wir den ganzen Tisch nicht voll. Altergeist Music. Aber ich guck in den Bildschirm, statt live viel zu gucken, weißt du? Soul Eating Oviraptor. Altergeist. Kranke Karte, Alter, auch, ne? Also sieht der so. Boah, die sieht auch krass aus. Geil, ne?
Ja, also auf Kamera sieht man gar nicht, wie die in echt aussehen, ne? Oder? Ja, was ich meine? Ja. Ja, das schimmert übertrieben, ne? Ja. Oh. Das ist schon krass. Die sehen heftiger aus als die Pokémon-Karten, kann das sein? Ja, definitiv. Irgendwie, oder? Also die sehen sehr geil aus. Gerade auch mit diesem Goldborder und so. Das Problem bei Yu-Gi-Oh!-Karten ist immer, dass du eckige Kanten hast, weißt du? Und den schönen Arsch. Ja, genau. Du hast halt eckige Kanten. Oder können schon immer. Ein paar Fleckchen drauf halt, ne? Also bei Yu-Gi-Oh! Eine starke Karte zu finden, ist definitiv schwieriger als bei Pokémon. Guck mal, war da irgendwas? Nee. Ja, ich bin mal gespannt, was noch kommen wird. Haben wir die nicht auch? Nee, ne? Mhm. Oder? Aus Garena. Ja, ne? Ich weiß es nicht. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn ich den Namen heute einmal gesagt hätte. Aber nö, nicht so wirklich. Und in denen auch nicht, ne? Nee. Ja gut, machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. Machen wir weiter, Michael. Willst du eins aufmachen? Ja, mach was. Ja. Leute, believen, Mister. The Dreams by Nacht. Schöne Grüße an Osaro, bester Mann, Alter. Die geilsten Videos. Squid Dragon. Firewall Dragon. Prank Kid, Dudu, Dudu-Di-Du. Alter, und Scheiße, Alter. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Karte jetzt ziehe, Alter. Family Process Lina, die haben wir schon. Und Invocation. Alter, aber die Wörter auch, ne? Junge. Ich meine, ich bin nicht schlecht in Englisch, ne? Aber da bist du teilweise schon auf der Probe, Alter. So, into the next one. Und die Booster sind definitiv einfacher aufzumachen als bei Pokémon. Weiter Painter Rain. Weiter Snowy Canvas. Prank Kids Pandemium, Alter. Heater the Fire Chamber Ablaze. Mein Gott, ne? Invoke Matchabar. Aha, Mashallah. Starlight Road. Der meint Mashallah, meint er. Ja. Mashallah Starlight Road. Aber die Karte sieht auch extrem ja, aus. Also schön sind die Karten auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Ihr könnt mir auch mal sagen, ob das ein guter Gewinn war da. Ich glaube 2 Euro hat so ein Los gekostet und dann habe ich das ganze Display gewonnen. Für 2 Euro kann man nicht meckern, ne? Ja, da habe ich mich auf jeden Fall drüber gefreut. Obwohl, also ich bin generell Sammler, alles was Star Wars angeht, was Figuren angeht, Dragon Ball, Pokémon, ne, auch Yu-Gi-Oh! Figuren von früher und so finde ich auch absolut geil so. Aber leider bin ich im TCG nicht so drin. Oh, die haben wir noch gar nicht gesehen. Secret of the Yangtze. Weiter Painter Thunder. Exodia. Das ist nice. Die kennen wir auch alle. Die kennst du bestimmt auch noch, ne? Nein. Ich hab nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun gehabt. Null. Okay. Und Magical Dimension. Also Exodia ist sehr nice. Aber nicht dabei auf der ersten Seite. Nicht dabei auf der ersten Seite, aber halt. Vielleicht auf der zweiten oder so. Aber halt richtig krank, Dingens, ne? Achso, ja, aber die Karte ist schön, ne? Ja, richtig krank, nostalgisch, ne? Aber wir ziehen heute noch. Ja, er war krank, ne? Den, hier den. Ich hab auch Karte fast im Arsch gemacht. Ne? Die teuerste da. Prank Kids, du, doodly-doo, Alter, da ist er wieder. Doodly-doodly-doo. Rocket Tracer. Invocation. Die haben wir schon. Ja. Heute, wir ziehen Yu-Gi-Oh!-Karten. Und im Hintergrund ist Pokémon. Ja, gut, ich sag mal so. Ne, das ist ja hier auch ein Setup extra für Pokémon, sag ich mal, ne? Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Wird das erste und letzte Mal sein, glaube ich. Das ist gut möglich. Zwei Karten, ja, aber uninteressant. Prank Kids Rocket Ride. Ah, Prank Kids gut. Bow Wow Bark. Little Destiny Bow Wow. Destiny Hero Plasma. Geil aus. Aber nichts, wofür man sich fürchten müsste. Oh. Da ist wieder der Goldsack.
Schon wieder. Also, ein paar gute Hits haben wir auf jeden Fall gepult. Das ist schon mal geil. Ne? Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und der Blue Ice White Dragon, der war auch geil. Den finde ich auch geil zum Hinstellen, ne? Nostalgisch. Kostet vielleicht 2 Euro, aber ist ja egal. Solange die Karte schön ist, ne? Kann sie auch 5 Cent kosten. Hauptsache die Karte ist geil. Fällt kann auch steigern. Das ist Gadget. Prank Kids Lampsies. The Weft Painter Snow. Twin Twisters. Die sieht auch geil aus. Sind das die Magical Heads? Sehe ich von früher. Aber wie hießen die nochmal? Kuribus? Nee. Nee, da gab es auch so eine Zauberkarte. Ne? Weiß ich. Twin Twisters. Die sehen auch extrem gut aus. Vielleicht könnte man auch einige Karten, die war auf der ersten Seite, glaube ich, ne? Welche? Die Twin Twisters. Mhm. Ne, echt? Okay. Dann auf den Bulkstapel. Gar kein Problem. Wie viele Booster Packs haben wir noch? Wir haben noch 8, 9, 4, oder? 8, 9, 10, 11. 11, ja. 11 Muster. Junge, da haben wir noch ein bisschen was vor, ne? Aber ich finde es halt auch generell geil, wenn du Booster-Pakete hast, wo du, so wie hier, du hast ja immer 2 Goldmasks drin. So. Du hast ja eigentlich immer was Cooles in den Packs drin, so, ne? Exotalker, Giant Grex, Win the Wind, Charmer, Verdant, straight aus Verdansk, aus der Zone. Und wir brauchen auch keinen Kartentrick, ne? Weil eigentlich sind die ja auch schon am Ende. Ne? Ja, genau. Sky Striker Ace. Nummer IC1000 Numeronius Numeronia. Boah, wie viele Sterne hat der denn oben, Alter? Alter Schwede. Also weiß ich nicht. Also, wie viele Monster muss man dafür opfern? Sein ganzes Deck oder was? Ist auch nirgends so irgendwie aufgelistet, so richtig, ne? Oh. Sieht aber auch krass aus, ne? Ja, sieht richtig crazy aus. Aber ich finde, alle Goldwerk-Karten sehen extrem geil aus. Numeron Wall. Schade, die auf Englisch sind. Du bist nur auf Englisch, ne? Super Express Bullet Chain. Majesty's Fiend. Battle Sangan of the Six Samurai. Naja. Red Eyes Black Dragon. Alternate Artwork. Das ist cool. Das freut mich. Den haben wir doch irgendwo gehabt, ne? Ja. Für ersten oder zweiten? Na, ersten. Nightmare Unicorn. Boah, Digga, Alter. Wow. Das sieht geisteskrank aus. Laser. Ganz unten links. Schmackige 2 Euro. Aber das sieht krank aus, Alter. Nightmare Unicorn. Also die hier? Ja. Ja, doch. War auch auf der ersten Seite. Da? Ja, das kann ich mehr. Ready? Nee, doch nicht. Das ist ein anderer, ne? Ja. Hier? Ja. Ja. So. Scrap Golem. Numeron Calling, Cybers Gadget. Eva, da ist er. Red Eyes Darkness Metal Dragon. Wow, Digga, Alter. Alter. Das sieht geisteskrank aus. Und wieder Twin Twisters. Die guten Twin Twister. Boah. Twin Sisters oder Twisters? Wie heißen die? Twin Twisters. Doch, Twisters, ja. Aber Sisters, ne? Auch nicht schlecht. Twin Sisters. Was mit der? Die sind oben. Darkness Metal Dragon. Ja, sieht krass aus. Sieht fast aus wie der Red Eyes Dragon, ne? Oh Mann, Alter. Also Ähnlichkeit haben sie schon. Mit den dazu packen. So. Ja, auf dem ersten Mal, ne? Ja. Ja. Oh, hast du aber was Knoblauches gegessen, ne? Ich hab vorhin Döner gegessen. Ah, tatsächlich. Exo-Talker. Frank Kids Fancies. Selbst die ist gut, die also sieht geil aus, finde ich jetzt. Elementar Hell Neos.
Oh, und da ist er wieder. Der 1 Million Euro. Eine Million Sterne Charakter. Junge. 1 Million Euro wäre nice. Ja. Geöffnet. Link finden. Scrap Dragon. Constellar Ptolo. Ja. Wie spricht man das aus? Ptolemy M7 oder was? Ja. Broken Nine. Rainbow Neos. Destiny Hero Plasma. Oh, Cursed Island. Noch oh. Mal. Nice. Auch nochmal 260, wa? Das ist. Katsching! Korrekt. Der sieht auch krank aus. Da ist auch so ein bisschen Textur drauf. Mal fühl mal. Weißt du, was ich meine? Ja. So die Ränder und so, das ist schon geil. Das ist schon cool gemacht. Warte, so gummimäßig so ein bisschen so? Ja, und auch Ding. Also so ein bisschen so geschützt, ne? So ja, du merkst den Rand auch. Ja. Also kannst du gleich mal bei der nächsten fühlen. Also die sind auch ein bisschen hochwertiger. Also die sind stabiler als die Pokémon, das heißt. Finde ich auch. Findest du? Findest du nicht? Ah, die sind so härter so. Ah, ich finde tatsächlich Pokémon krasser. Oh, und nochmal Exodia. Geil. Oh, Red Plant Anaconda nochmal. Nee, guck mal, wenn du hier über den Rand fühlst hier. Nimm dir meine Hand und dann komm mal hier drüber. Jo. Weißt du, was ich meine? Das hat so mal drauf gedingst wurde, ne? Jo. Weil die Anaconda ist auf jeden Fall Schmackofatz. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Und nochmal von der ersten Seite. Ja, ne? Für schmale 1,50 kann man die nicht gönnen, ne? Jo. Ja. Und Exodia einfach Nostalgie pur, ne? So, 5 Packs haben wir noch. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht kriegen wir den Zugangskodiersprecher. Aber die zweite Aber Zugangskodiersprecher. Ja. Warum der eigentlich so selten ist, ne? Kostet der denn 60 oder was, ne? Ja, 50. Mit der Gun, ne? Oder 50, ja. Hot Red Dragon. Prank Kids Pandemium. Black Rose Dragon. Und da ist wieder so einer mit 1 Million Sterne. Wer ist das denn? Ich kann Numeronius. Leute, help! Bitte in die Kommi schreiben, wie gut sind oder nicht. Ich finde immer auf jeden Fall die ganzen Karten angucken, ne? Und die einblenden nochmal. So, Nummer 2. Nummer 4. Prank Kids Rocket Ride. Deep Sea Diva. Ultimate Conductor Tyranno. Boah. Sieht auch geisteskrank aus. Und jetzt. Primum Tech Alembertian. Ey, tut mir so leid, ich kann es nicht aussprechen, ehrlich. Ich glaube, auf Deutsch finde ich ein bisschen einfacher zum Aussprechen, oder? Ja, meinst du, ey? Ja, das sind schon Namen, ne? Das sind schon Wahnsinn. So auch nicht hier drauf, ne? Vor ersten. Ne. Regeki hätte ich noch gerne. Ich bin froh, dass wir eine Blue Eyes haben. Dunkler Magier wäre auch übelst sick. Aber für einen Display hat es schon ganz gut gegönnt, würde ich sagen, oder? Ja, sehr. Prinkids Dropsies. Guck mal. Die ist auch mit oben dabei. Jo. Aber ist gar keine Goldrare oder sonstiges, ne? Anscheinend ist sie aber selten. Jo. Kostet ja, die 3? 3 Euro, ja. Ja, genau, 3 Euro. Dran. Krank. Dann haben wir noch den Black Rose Dragon und Conquistador of the Golden Land. Ich würde sagen, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal die Karten durchgucken. Wenn halt die normalen Karten auch was wert sind. Warte mal, das ist die 6. Karte im Set. Und die ist einfach random so mit drin. Aber da freuen wir uns natürlich. Die schaffen wir, guck mal. Ja, oder die auch, ne? Ja. Sind keine Goldrares, krass. Oh oh, vorletzte? Vorletzte Pack. Code Talker. Lost World. Shooting Code Talker. Guardian of the Golden Lands.
Ruddy Raptor. Ruddy Raptor. Guck mal, da ist sie. 1,99. Gefahr, ja. Nessie. Und Part of Extravagance, geil. Boah, was ist das von der Karte? Gutes Pack. Digga, hast du mal die? Ah, warte. Alter. Ah, sieht schon geil aus. Ich finde die nice. Die finde ich nice. Ja, ich finde die auch geil. Müssen wir ein bisschen mal wieder Hüllen aufstocken. Nur noch ein paar holen, ne? Hm? Also nur noch ein paar holen, ne? So ein Pack. Ja, so, Last Pack Magic. Jungs, believed. Believed mit mir. Auf Lieben. Shooting Coach Talker. Prank Kids Roxys. Prank Kids Rocket Rides. Da ist er, der dunkle Magier. Und wir haben noch eine Zauberkarte. Den wolltest du ja haben, ne? Den wollte ich haben, ja. Hast du ja gesagt, wegen seinem dunklen Magier noch. Extrem geil. Aber ich glaube leider nicht die teuerste, haben wir leider nicht. Fire Formation. Ja. Ich bin definitiv zufrieden. Geile Karten dabei. Vielleicht wird man sowas nochmal öffnen. Hat echt Spaß gemacht aufzumachen, muss ich sagen. Sind einige gute Hits dabei. Wir gehen nochmal durch. Danger Nessie. Silent Mining. Pot of Extravagance. Anaconda. Verfluchtes Atlant. Red Eyes Black Dragon. Und nochmal Cursed Atlant. Nochmal die Anaconda. Und Alpi Mascarena. Definitiv der Top. Das ist die zweitbeste, ne? Das ist die zweitbeste Karte des Sets. Zieh mal rein, Alter, die zweitbeste. Jo, richtig gut. Also ja, ich glaube auch, dass wir die erste, also die beste genommen hätten. Hm? Gezogen hätten. Ja, das wäre geil. Das wäre krank, ne? Boah, Junge, Alter. Das wäre wirklich geil. Dann mal durchdrehen, ne? Ja. Aber geil. Was kostet eigentlich so ein Karton hier mal? Ich glaube 70 Euro, glaube ich. Echt? Doch so teuer, Alter? Mhm. Ich meine schon. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier 70 Euro rausbekommen haben. Ja, obwohl, wir haben schon. Ja, du hast ja nicht 70 Euro bezahlt, ne? Ja, das auf keinen Fall. Also. Da sind halt coole Karten dabei. So, ne? Der Black Wall String, der geht ja halt immer. Da kann man gucken. Ja, hier unten irgendwo, glaube ich. Nein, noch nicht. Aber selbst wenn man hier einfach ein paar 1- und 2-Euro Karten hat, also das ist schon. Exodia doppelt ist ganz cool. Ja, die war auch cool. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Schöne Karten dabei. Ja, vielleicht an die Leute, die Yu-Gi-Oh! Sammeln und eventuell einen nicen Hit noch gesehen haben. Ne? Also die nicht Holo sind oder ist das Gold oder ja, Art, ja, ne? Ja. Können ja gerne mal in die Kommis schreiben, so ey ihr Vögel, da habt ihr eine gute Karte übersehen, die vielleicht 2 Euro wert ist oder was. Oder kann ja. Man sehen, ne? Jo. Beenden wir das Ganze, was? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt uns ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht kommt in Zukunft noch mal ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! Hat ziemlich Bock gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Peace und haut.